So, dieses Teil ist von einer Vespa. Das ist so eine komische Matte, die man auf die Trittleisten legen kann, beziehungsweise aufs Bodenblech sozusagen oben drauf legen kann. Das sehe ich bei super vielen Vespas, dass die solche Matten drauf haben. Ich kann euch nur eins raten: Macht diese Dinger weg. Das ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was ihr eurem Blech antun könnt. Weil das Problem ist, unter diesen Matten gammelt es einfach super, super oft. Ihr müsst euch überlegen, wenn das mal nass wird, das läuft überall rein, verteilt sich unter dieser Matte, aber es wird nicht mehr wirklich trocken. Ne? Das heißt, da steht, die Feuchtigkeit wird durch diese Matte praktisch richtig schön am Blech gehalten. Was bei einer Vespa, die sowieso schon rostanfällig ist, gerade halt hier in den Bereichen halt wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ist. Deswegen lasst solche Dinger weg. Ich verstehe sowieso nicht, warum man die drauf macht, weil ich finde sie eigentlich auch so richtig hässlich und ich finde auch, es bringt jetzt nichts wirklich. Also ich weiß nicht, so richtig verstehe ich den Sinn nicht, was man damit schützen will, weil ich sage mal, die Trittgummis sind ja dafür da, dass man sich draufstellt. Die kann man ja auch relativ leicht tauschen und an den Lack kommt man eigentlich relativ selten dran, der zwischen den Trittleisten ist. Also da muss man sich schon ja fast schon extra mit dem Fuß irgendwie sich reinstellen, um da den Lack zu beschädigen. Also lasst solche Dinger ab, macht da wirklich keine, das ist kein gutes Zubehör, würde ich nicht empfehlen drauf zu machen, weil es schadet im Endeffekt nur. Auch wenn das Ding trocken steht, eventuell in der Garage, keine Ahnung, wenn es dann mal kälter wird, dann bildet sich da doch ein bisschen Kondenswasser oder so, ein bisschen Feuchtigkeit und es bleibt halt unter diesen Matten einfach alles drunter. Und das auch als Tipp, falls ihr eine kauft. Wenn ihr eine kauft, die solche Matten drauf hat, macht die Dinger ab. Guckt da wirklich drunter, weil das kaschiert halt viele typische Problemstellen. Ne? Also ich muss mal gucken, ob ich jetzt eine da habe, bei der es relativ schlimm ist. Ja gut, bei der hier, da waren die drauf. Da sieht man halt hier so, das sind so die typischen Stellen an diesen Schrauben oder hier überall, wo praktisch dieser mittlere Tunnel mit dem Blech verbunden ist. Da rosten die halt super, super gern. Hier hat jetzt jemand kräftig mit der Farbrolle drüber, ja, gestrichen. Deswegen sieht man es jetzt nicht so gut, aber man sieht auch hier so typische, diese unebenen Stellen, die eigentlich vom Rost kommen müssten. Also hier fault es dann halt ohne Ende weg. Da hinten sieht man es ein bisschen besser. Da auch. Das sind so typische Problemstellen bei Vespa und das wird halt, ist sowieso schon schlimm und wird halt durch diese Matten einfach noch viel schlimmer gemacht. Man schützt damit nicht sein Fahrzeug, sondern man schadet dem Fahrzeug eigentlich meiner Meinung nach eher damit. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also lasst es einfach original am besten. Einfach nur die Leisten. Dann habt ihr immer Blick auf diese gefährlichen, in Anführungsstrichen gefährlichen Stellen, wo es halt rosten kann. Könnt ihr auch, wenn es nötig ist, mal vielleicht ein bisschen sauber machen. Da sammelt sich nämlich auch ganz gern der Dreck. Und das ist natürlich auch sowas, wenn sich da genug Dreck gesammelt hat, hält er natürlich auch die Feuchtigkeit. Könnt ihr immer mal ordentlich sauber machen und dann hält euer Fahrzeug oder eure Karosserie auf jeden Fall länger.